Hinweis, dass das statt ihm Herrn Abgeordneten zum Gemeinderat Franz Koller. I would like to welcome the President of the European Table Tennis Union, Mr. Nils Bergström from Sweden, and representing the Lord Mayor of Vienna, the Member of the City Council, Mr. Franz Koller. Let me now introduce the participating countries. Wir wollen Ihnen nun die Teilnehmer an dieser Europameisterschaft vorstellen. Erstmals in der Geschichte des europäischen Tischtennissportes werden Europameisterschaften der Senioren ausgetragen. Dass gerade Wien als Austragungsort gewählt wurde, dürfen wir einerseits der Attraktivität unserer Hauptstadt diese Veranstaltung versucht, den freundschaftlichen Charakter eines solchen multinationalen Treffens zu betonen. Persönlich bin ich überzeugt, dass alle unsere Gäste, die so zu verstehen und die ein oder andere Unzulänglichkeit, die sich trotz großen Bemühens bei einem solchen Turnier immer wieder ergeben kann, entschuldigen werden. Dafür garantiert eine große Zahl von Top-Spielern in allen Kategorien. Als Präsident des österreichischen Tischtennisverbandes hoffe ich natürlich, dass auch der ein oder andere österreichische Starter am Siegesprozess stehen wird. In jedem Fall wünsche ich aber allen Teilnehmern den Erfolg, den sie sich erhoffen und für den sie lange trainiert haben. Und uns wünsche ich,
dass Sie an diese ersten Senioren-Europameisterschaften 1995 auch noch einige Jahre gerne zurückdenken werden. Ladies and gentlemen, I should like to wish all our guests a pleasant stay in Vienna, and I really hope you will always remember this first for European Veterans Championship as an enjoyable one. Thank you. There's a lot of music too, and it don't has to be always the classic way. Es muss ja nicht immer die Klassik sein. Please join in and welcome. Ich bitte um einen Applaus für das Rock'n'Roll Center München. Also 1400 Aktive aus 36 Nationen haben für die kommenden Bewerbe ihre Nennungen abgegeben. Hallo. Besonders freut es mich natürlich, dass einige Welt- und Europameister an den Bewerbern teilnehmen und so auch weiterhin sportliche Vorbildfunktion für die Jugend darstellen. Als Kultur- und Sportstadt, als Stadt der internationalen Begegnung und der Verständigung wird nun für einige Tage Zentrum des Welttischtennissportes sein. Und ich hoffe, dass über die sportlichen,
Wettbewerbe hinaus auch Begegnungen und persönlicher Kontakt in diesen Tagen entsteht und sich entwickelt. Ich möchte allen Organisatoren, Sponsoren und Freunden dieser großen Veranstaltung schon jetzt sehr herzlich danken und darf vor allem den Sportlerinnen und Sportlern nochmals hier in Wien ein herzliches Willkommen heißen. Ich wünsche den ersten Tischtennis-Senioren und Europameisterschaften bestes Gelingen, den Beteiligten bestmögliche sportliche Erfolge und unseren Gästen besonders erinnerungswürdige Tage in unserer schönen Bundeshauptstadt. Dankeschön. Danke, Herr Abgeordneter. Ich darf nun den Präsidenten der ETCU, Herrn Nils Bergström, bitten, diese Europameisterschaft zu eröffnen. As the last speaker, I'm asking now the President of the European Table Tennis Union, Mr. Nils Bergström, to open these European Championships. Entschuldigen Sie mich, ich kann noch nicht Deutsch sprechen, so I have to say a few words in English. First of all, I'm very happy to see that so many players have come here to take part in the tournament. I wish you all very good luck, and I wish the Österreichischen Tischtennisverband good luck to stage the event. And now I have the pleasure, on behalf of the European Table Tennis Union, to declare the first European Veterans Championships as open. Danke vielmals, Herr Bergström. Thank you very much, Mr. President. Ja, zum Abschluss unserer kleinen Eröffnungsfeier darf ich Ihnen noch ein musikalisches Zuckerl anbieten. As final item of the opening ceremony, I'd like to present... Steinbrecher mit der Startnummer 1404. Und hier spielt der Weltmeister höchst persönlich. Danke.
wir im Verlauf dieses Turniers sicherlich noch mehr sehen und hören. Ian Gelian, geboren 1950, spielt derzeit in Deutschland bei Lübeck, mehrfacher Weltmeister und Seniorenweltmeister im Einzel 1990, 92 und 94. Der Topfavorit für diese erste Senioren-Europameisterschaft 1995 in Wien. Ein weiterer absoluter Topspieler, Milan Orlovsky, Europameister von 1974, Zweiter bei der Weltmeisterschaft 1985 im Doppel und Top-12-Sieger 1977, 78 und 83. Und hier mit der Nummer 913, der Spieler Zwick, allen Franken bestens bekannt. In diesem Match hat er als prominenten Zählrichter Milan Orlovsky. Während übrigens eine Platte hinter ihm erneut der Weltmeister Milan Gelian. Thank you.
Und wenn Herr Zwick an der Platte steht, dann ist das Fernsehen natürlich mit direkt am Bühnentisch. In der Box. Er ist nicht nur der Star dieser Europameisterschaften, er ist gleichzeitig auch der prominenteste Zellrichter am Tisch, Liang Yiliang. Das wirklich Sympathische an diesen Meisterschaften, im Hintergrund zählt Ex-Europa-Topspieler Milan Orlovsky, im Vordergrund der mehrfache Weltmeister. Und Gerald Zwick kämpft nach wie vor um Punkte für die EM. Startnummer 913. Und das sind sie, die Teilnehmer der ersten europäischen Meisterschaft im Seniorentischtennis 1995 in Wien in der Altersklasse zwischen 40 und 50 Jahren.
Auslosung für die Gruppe 5. Die Spiele fanden am Montag, den 3. Juli 1995 ab 9 Uhr morgens an Tisch 5 statt. Mittlerweile sind unsere prominenten Zellrichter top aktiv. Milan Orlovsky spielt gegen Gerald Zick. Und genau dahinter, ebenfalls im Bild, Seniorenweltmeister Ian Gillian.
Erster Satz 21-7 für Orlowski gegen Gerald Zwick. So, ich gehe mal hinter. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Gell? Ja, toi, toi, toi. Pass auf Sie auf, mach's gut. Bitte zu sieben, dann brauche ich Sie. Keine Angst, keine Angst. Alle mit Wasser. Ja, soll ich auch. Der Kameramann im Vordergrund übrigens ist von dem Nummer 1 Privatsender in Tschechien. Privates tschechisches Fernsehen. Für die Hauptrunde qualifiziert Platz 1 Jan Orlowski, Platz 2 Gerald Zwick. So, Bartosz Kuste. Noch ein ehemaliger Weltmeister, Laszlo Földi, hat hier für Ungarn gespielt, lebt jetzt in der Schweiz. Und ist um 11:30 Uhr. Das Spiel. Ah, das ist in der anderen Halle. Ich weiß, es ist brutal, es bleibt ständig. Lassi, valaki akar veled beszélni. Startnummer 1420 für die Laszlo. Spielt für die Schweiz.
Viele Jahre lang absolute Weltklasse, die Startnummer 1328, Maria Alexandru aus Rumänien. Mit der Startnummer 889, Luca Ottmar from Germany, ebenfalls für die Hauptrunde qualifiziert. Auch Ex-Weltmeister Zelli sich nicht zu schade, um hier das Amt des Zählrichters zu übernehmen. Im Fall des Fälle werden die Rückennummern auch mal per Hand geschrieben.
die Turnierleitung, alles im Griff. Ganz so klassische, wie man aus Ostdeutschland kann. Wie in uralten Zeiten, als es noch keine Zeitlupe gab, war es noch voll wie ist immer noch am Sieg gestanden, hat aber mittlerweile seine Uhr ausgepackt. Lange dürfte es nicht mehr dauern bei diesem Match. Dann wird die Zeit wieder in Kraft. Entscheidungssatz 18.11, Ende in Sicht. Erster Matchball abgewehrt. Zweiter Matchball abgewehrt. Hinten 40 Minuten, Schiedsrichter zählt Minuten, muss der Altmeister nun selbst an die Platte. Wir wissen nicht, wer ist das. Höchste Zeit, dass er eine Startnummer anlegt, damit man auch weiß, wer hier spielt. Thank you.
ich so halb sitzt immer noch. In den alten Zeiten. Kann sich sehen lassen. Thank you.
Du spielst da eben mit. Noch einmal Schweiß abgewischt beim dritten Matchball. Hat nichts geholfen. Eine Minute später steht das Spiel schon wieder am Tisch. Und gleich die erste Vorhand. Weich und langsam. Sehr schnell schießen. Weich und langsam.